Ich habe leider in Crash Team Racing Nitro-Fueled auch schon meine Daily Quests erledigt, sonst könnten wir das machen. Ach, machen wir trotzdem. Das ist ein guter Fundraiser. Das ist wirklich ein guter Fundraiser und davon gibt es leider nicht viele. Spielen wir doch da eine Runde. Warum denn nicht? Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Das ist die Musik, die spielt. Kommt gleich. Die hört ihr gleich selber. Aber meine Version ist besser, finde ich. Wir hätten lieber meine Version ins Spiel packen sollen. Mein Sample. Crash Team Racing featuring Sepoluni. Quack, 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 quack. Lasst die Motor. Quack, 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 quack. Schalt euch an für eine weitere Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Ja, du kommst gerade, es ist schon vorbei, Ortis. Das Finale, die Finalen, alle drei hast du verpasst. Aber du kannst ja den Stream nachträglich hier auf Twitch einfach noch ein paar Tage, ich glaube eine Woche oder zwei hat man Zeit, kannst du den dann nochmal anschauen. Kannst du sogar bis zu den Enden hinspulen gleich, wenn du willst. Und ich lade ja auch alles auf YouTube hoch. Dauert zwar ein bisschen länger, aber letztendlich landet alles auch auf YouTube. Ich schau mal, ob wir noch irgendwelche Quests haben, die wir machen könnten. Für die meisten brauche ich leider einen Charakter namens Kühne Kuhn. Den habe ich nicht. Das ist schade. Ohne Kühne Kuhn können wir nichts machen. Dieser blöde König Huhn, ey. Ah. Dann fahren wir einfach gemütlich einen Cup und verdienen ein bisschen Gold. Ist auch cool. Einfach ein Cup-Rennen. Machen wir einen Bumper-Cup. Ist auch immer nicht schlecht. Hast vielleicht auch nichts verpasst. Ja, das stimmt. Nicht das Gelbe vom Ei, diese Enten gespielt. Enten. Da wären richtige Enten besser gewesen. Wir hätten einfach eine Ente. Schon einen kurzen Film von der Entenfamilie. Wäre ein besseres Ende gewesen. Als das Ende. Besseres Ente. So. Also, falls ihr das Spiel gar nicht kennt, und das kennen viele bestimmt nicht, im Endeffekt ein Fundraiser ähnlich wie Mario Kart. Es gibt super viel freizuschalten, was super cool ist, weil es einfach Langzeit motiviert. Und es gibt jeden Monat so ein monatelanges... Ah, Musik ziemlich laut. Ja, die Spiele sind teilweise sehr unterschiedlich. Okay. Und es gibt jeden Monat so einen gewissen Themen-Event. Da kann man dann immer für jeden Charakter gewisse Kostüme freischalten. Und man muss auch gewisse Charaktere oder eben auch gewisse Kostüme und Autos und so weiter benutzen, damit man mehr von dieser Grün-Goo-Flüssigkeit freischaltet, damit man schneller neuen Content freischaltet während dieses Events. Das sind alles ganz nette kleine Motivationstechniken. Die nicht weiter wichtig sind eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich es erkläre. Aber deswegen fahre ich mit diesem schwebenden Auto, mit diesem Weltraum-Spyro, weil gerade es sind eben Space-Themen-Wochen mit einer neuen Weltraumstrecke, die furchtbar ist. Und deswegen kriegt man extra Bonus, wenn man, ja, genau. Hören können wir das Spiel auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Passt jetzt von der Lautstärke, sagt es mir unterm Rennen dann nochmal. Das ist mir früher nie so wirklich aufgefallen, weil das ist halt in der Regel so ein Knopfdruck auf der Fernbedienung. Man merkt es gar nicht im Alltag, aber seit ich Videos mache, fällt mir auf, wie extrem unterschiedlich die Lautstärke in manchen Spielen teilweise ist. Das sind also wirklich extreme Welten, die da oft zwischen den Lautstärken der Spiele liegen. Das ist unglaublich. Ich mag die deutsche Stimme. Die deutsche Stimme von Spyro mag ich nicht. Er klingt irgendwie unsympathisch. Ich versuche den Chat zu lesen und gleichzeitig das Rennen zu fahren irgendwie. Ja, auf Dragon Quest bin ich gespannt, aber wie gesagt, das hebe ich mir, glaube ich, wirklich auf für den 24-Stunden-Stream. Dann spielen wir da die ersten Stunden vielleicht ein bisschen rein, schauen uns das mal im Stream an.
Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man nach dem 24-Stunden-Stream weiterspielt, also weiter streamt, oder ob ich privat weiterspiele. Je nachdem. In dem Spiel ist ähnlich wie in Mario Kart das Driften extrem wichtig, aber die Drift-Mechanik funktioniert sehr anders. Und das war am Anfang auch die größte Umstellung und hat wirklich mich am meisten verwirrt. Weil irgendwie füllt sich beim Driften rechts unten im Eck so eine Powerleiste und man muss dann mit der entgegengesetzten Drift-Taste, also links und rechts die Schultertasten sind die Drift-Tasten, drücken im richtigen Moment, damit man kleine Boosts freischaltet. Und je später man das macht, desto größer der Turbo-Boost. Es ist irgendwie weird. Aber ja, so funktioniert das. Wer sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Und springen ist ganz wichtig in dem Spiel. Je länger man in der Luft ist, desto besser der Turbo. Gibt ja alle bis 8 auf Smartphone. Aha, von Dragon Age. Quest. Vor allem Teil 1 eignet sich gut dafür. Auf der Switch gibt's leider momentan nur 1, 2, 3 und 11, glaube ich. Fände ich auch cool, wenn die da nachrüsten würden. Von Final Fantasy gibt's ja mittlerweile auch sehr viele Ableger für die Switch, aber da könnten sie auch gerne, finde ich, die Super Nintendo-Teile mal noch bringen. Da hätte ich auch Bock drauf. Gerade die Super Nintendo-Teile eigentlich würden mich interessieren. Die würde ich mir vielleicht sogar nochmal holen. Weil die habe ich zwar damals gespielt und war total baff, wie geil die sind, kann mich aber an nichts mehr erinnern. Wirklich nichts mehr. Also einzelne Bilder, wenn ich sehe, fällt mir wieder ein. Ach ja, genau, da kann man den Zug suplexen. Aber gar nichts mehr. Und ich bin in dem Spiel wirklich nicht gut, überhaupt noch nicht hier in Crash Bandicoot Racing. Aber im Endeffekt ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels, dass man seine Geschwindigkeit aufrechterhält. Und wenn man dann die Strecken ein bisschen drauf hat und das Driften gut drauf hat und Turbosprünge nutzt, kann man teilweise wirklich extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Und das macht dann schon ziemlich Spaß. Das ist schon sehr cool. Aber ich bin leider noch nicht gut genug, dass das besonders beeindruckend ist. Aber grundsätzlich ist das cool. Ah, aber hier gerade auf den geraden Driften kriege ich immer nicht hin. Das wäre aber wichtig, dass man in dem richtigen Winkel in die Geraden reinkommt, damit man die maximale Boost-Strecke rausbringt, rausholen kann. Aber gut. Da bin ich in Mario Kart schon deutlich besser. Mir kommt es auch so vor, als würden die Items in Team Crash Racing hier wären viel unwichtiger. In Mario Kart spielen die eine viel größere Rolle. Ich sage immer, dass das Team Crash Racing, finde ich, schon fast weniger Fun Racer ist. Fast. Und schon mehr in Richtung Arcade Racer geht. So ein oldschooliger Drift Racer. Wie man die kennt von den alten Systemen noch. Eher so in der Tradition, finde ich. Fast ein bisschen weniger Funracer und mehr so Arcade-Racer. Zumindest sehr starke Arcade-Anleihen in diesem Funracer hier. Würde ich sagen. Jupp. Aber im Großen und Ganzen doch in erster Linie ein Funracer. Die Wumperfrüchte funktionieren ähnlich wie in Mario Kart. Je mehr man hat... Ich glaube, in dem Teil stimmt gar nicht. In Mario Kart wird man ja schneller. Er steigt ja die Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Hier werden die Items anscheinend stärker oder sowas ähnliches. Habe ich in einem Ladebildschirm gelesen. Ich kenne mich nicht aus. So, hier ist eben die Leiste mit den freischaltbaren Inhalten. Da gibt es pro Turnier immer drei Leisten, die Bronze, die Silber und die Goldstufe.
Bronze- und Silberstufe habe ich jetzt schon abgeschlossen. Und für die Items in der Goldstufe muss man schon extrem viel von diesem grünen Glibber zusammenkriegen. Ich kriege jetzt schon immer plus 70% auf die Belohnung. Aber wenn man keine Quests abschließt, sondern einfach nur vor sich hinspielt, dann kriegt man nur sehr kleine Mengen. Hallo, Vorox, du hast recht, ich muss den Titel noch ändern. The Sinking City haben wir gerade durchgespielt. Ich muss das Spiel schnell verändern. Danke fürs Bescheid sagen. Wie heißt das? Crash Racing? Nee, Team Crash. Nee, warte, da war's. Ach, verdammt. Crash Racing Nitro Fueled. Genau, das ist, glaube ich, das Richtige. Da. Updaten. Hallo, Geislein. Voll süßen Hut hast du da auf. Ja, der ist super. Den finde ich super. Vor allem, weil er das kann. Und das ist wahrscheinlich das beste Mützenfeature, das ich jemals gesehen habe. Gleich nach warm halten. Ist das so ziemlich das Beste, was eine Mütze jemals gemacht hat. Bitte World Great sagen und nicht Crash Team Racing. Hä? Was? Warum denn World Great? Was? Ich bleib, glaube ich, bei Crash Team Racing. Verstehe ich nicht. Nämlich. Verzeihung, ich habe immer noch einen Frosch im Hals, leider. Naja, ich bin wirklich froh. Ich habe mir das eher spontan gekauft. Wollte, sollte das heißen. Hä? Bitte wollte gerade sagen. Nee, es macht auch ich was? ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich das Spiel mir zufällig geholt habe, weil es reduziert war. Weil es wirklich gut ist. Und es ist wirklich schwer, neben Mario Kart gute Funracer zu finden. Fast unmöglich, würde ich sagen. Aber das ist gut. Das finde ich auch eine sehr coole Mechanik, das wir gerade gesehen haben, was ich jetzt voll vermasselt habe. Aber ihr habt vielleicht mitbekommen, dass aus so einer Kiste so eine goldene Kugel gekommen ist. So wie der goldene Flattersknatsch aus Harry Potter oder wie der heißt. Das Ding da, das ziemlich schnell voranfliegt. Wenn man es schafft, das Ding einzuholen oder mit Items abzuschießen, kriegt man eben einen Goldbonus am Ende und ganz viel von diesen Früchten und kann Sachen freischalten. Das ist alles ganz cool. Na komm schon, hol mich ein, du blödes Ding. Ah, Mann, ey. Und das ist, finde ich, so eine gute Idee, dass man als Erster trotzdem was hat, dem man hinterherjagen kann. Dass man nicht nur auf der Pole Position fährt und Bananen raushaut wie in Mario Kart, sondern dass es tatsächlich noch was gibt, dem man hinterherjagen kann. Das ist wirklich clever, finde ich. Das Spiel hat viele so Kleinigkeiten, die ich wirklich sehr, sehr clever finde. Sehr gute Überlegungen. Leider muss man ihn wirklich berühren. Es reicht nicht, wenn man ihn überholt. Snatch heißt er in Harry Potter. Genau. Man hat leider nicht das Rennen automatisch gewonnen, wenn man den berührt. Das dachte ich am Anfang nämlich wirklich. Weil ich mir dachte, ah ja, okay, verstehe. Wie in Harry Potter. Wenn ich den mal erwische, dann habe ich automatisch das Rennen gewonnen. Aber so ist es nicht. Jetzt komm her, Mann. Oh, gib mir der auf die Nerven. Ich habe ihn erwischt. Mit der Bombe. Sehr gut. Sehr gut. Oh Mann. Man kann den auch abschießen. Ja, genau, ich weiß. Habe ich auch quasi jetzt gemacht. Das ist auch noch eine der Wochenquests, die ich nicht erledigt habe. Man muss den da 10-mal fangen und ich habe es bis jetzt erst 5-mal geschafft oder so. Oh Mann, ey, ich sehe mich schon in ein paar Wochen Persona 5 Royal kaufen. Ah, ja. Ich habe Persona nicht mal ganz durchgespielt, Persona 5. Ich fand es zwar super, aber habe dann gegen Ende irgendwie ein bisschen
die Motivation verloren. Die Merlin hat es, glaube ich, durchgespielt, oder? Wenn du noch da bist, bei ihr ist Internet leider ein bisschen doof. Hast du es durchgespielt dann letztendlich? Deswegen reizt mich Royal nicht so stark. Das kommt mir irgendwie zu spät und zu... Nee. Nee, aber Persona 5 ist schon eins der coolsten JRPGs auf jeden Fall der letzten Jahre. Da hat ja Atlus jetzt eine Umfrage gestartet, indem sie gefragt haben, wie groß das Interesse an Switch-Umsetzungen von diversen Persona und... sagt's mir, wie heißt die Hauptreihe, von der Persona ein Spin-off ist? Shin Megami Tensei. Ob da Interesse bestehen würde. Also die planen zumindest oder ziehen in Erwägung, da mehrere Teile für die Switch umzusetzen. Und das finde ich cool. Aber ich weiß nicht, ob ich mir Persona 5 nochmal holen würde, ehrlich gesagt. Mich würden da eher die Älteren dann interessieren. Mich reizt es schon, um das Ganze mal auf Deutsch zu spielen. Ach so, hatte das Original gar keine deutschen Untertitel oder wie? Das wusste, weiß ich gar nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich für viele dann eine unüberwindbare Hürde im Grunde. Oder macht es zumindest für viele schwieriger, anstrengender auf jeden Fall. Ah! Ich habe ja von dieser ganzen Reihe zwar viel gehört, aber selber gespielt habe ich wirklich nur den fünften Teil. Deswegen wäre ich umso interessierter an den anderen vor allem. Aber am liebsten von den Atlus-Spielen mag ich ja eigentlich... Ach verdammt, wie heißt der jetzt, dieser Dungeon Crawler? Da habe ich ein paar Teile auf dem DS gespielt und fand es total super. Wenn da ein neuer Teil für die Switch kommen würde, das fände ich so cool. Ah, Etrian Odyssey, genau. Etrian Odyssey, irgendwie so schreibt man es, glaube ich. Das fand ich immer super. Das ist nämlich wirklich so ein klassischer Dungeon Crawler. Könnte quasi ein westliches Spiel sein vom Gameplay, so ein westlicher alter Dungeon Crawler. Aber als JRPG mit sehr vielen Dungeons, die sehr tief gehen und sehr viele Kämpfe gegen sehr viele verschiedene Monster und ganz viele Berufe, die man hochleveln kann und seiner eigenen kleinen Gilde und sowas. Das habe ich immer total cool gefunden. Wirklich so mit rundenbasierender Fortbewegung, ganz klassisch. Und rundenbasierenden Kämpfen dann aber auch. Also nicht wie in westlichen Dungeon-Crawlern, dass man dann im Dungeon rundenbasierend kämpft, sondern dann wechselt in einen rundenbasierenden Kampfmodus, wo man mit seiner ganzen Party wirklich Japano-RPG-mäßig kämpft. Fand ich super. Das würde ich echt sehr gerne auf der Switch sehen. Ja, erster. Nur weil du einen Raumanzug hast, bedeutet es nicht, dass du in der Schwerelosigkeit bist. So funktioniert es nicht. Kannst nicht einfach die Gesetze der Physik aushebeln, Spyro. Ich schätze, magische Drachen können so ziemlich genau das. Ich schätze, das ist so die Definition von Magie, dass man die Grenzen der Physik aushebelt. Dass man Unmögliches macht. Ich glaube, ich würde Persona 5 auch nicht nochmal anfangen, schreibt die Merlin. Es ist zu lange und die Dungeons sind teilweise recht grindy. Ja, die Länge, die schreckt mich eben auch ab, das nochmal anzufangen. Das geht mir auch so. Machen wir einfach noch einen Cup, oder? Ich finde das gerade ganz gemütlich. So ein bisschen Cups fahren und währenddessen ein bisschen quatschen. Fände ich gerade ganz cool. Leider habe ich kein anderes Auto, weil ich hätte neue Reifen. Aber auf mein Schwebeauto, das leider sehr gut ist von den Bonuspunkten her, passen leider keine Reifen. Naja, egal. Also mein Favorit ist Persona 4, schreibt Metatron. Aber in keinem Teil so mit den Charakteren mitgefühlt. Ja, das würde mich eben auch, wie gesagt, eher interessieren. Wenn schon, dann eins von denen, die ich noch nicht gespielt habe. Und auch die Hauptreihe. Die Shin Megami Tensei. Heißt die, glaube ich, so? Die würde mich auch interessieren. Mich würde theoretisch auch dieser Fire Emblem Shin Megami Tensei Crossover Teil interessieren. Aber vielleicht nur. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht.
Theoretisch würde mich so viel interessieren, wenn ich nur mehr Zeit hätte und unendlich Geld. Wenn ich alle Spiele einfach hätte und Zeit, eine Zeit-Einfriertaste. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass ich die Zeit anhalten könnte, damit ich ausschlafen kann vor allem, aber auch damit ich einfach weiterspielen kann, wenn ich Hausaufgaben machen muss oder so ein Scheiß. Und habe mir da schon immer Gedanken drüber gemacht, dass das aber dann auch Probleme mit sich bringen würde. Weil erstens, alter ich dann weiter, wenn ich die Zeit anhalte, bin ich dann irgendwann in 10 Jahren um 50 Jahre gealtert, weil ich so viel Zeit angehalten habe. Das ist ein großes Problem, da müsste man sich Gedanken drüber machen. Zweitens, habe ich überhaupt Strom? War mein erster Gedanke, weil wenn die Zeit anhält, dann kann ja Strom auch nicht aus der Steckdose kommen. Das habe ich mir als Kind gedacht schon und später habe ich den Gedanken noch weiterentwickelt. Ich denke viel drüber nach, wie cool das wäre, Zeit anzuhalten. Aber ich habe den Gedanken noch weiterentwickelt, dass man ja auch wahrscheinlich nicht atmen könnte. Weil wenn ich die Zeit anhalte für alles außer für mich, kann ich dann meine Umgebung manipulieren? Kann ich dann Sauerstoff aus der Atmosphäre aufnehmen überhaupt? Oder ist die Atmosphäre dann wie eine Betonwand und ich kann mich nicht mal bewegen, weil ich keine Moleküle verändern kann, weil alles in der Zeit eingefroren ist? Das sind Probleme, da sollte man drüber nachdenken. Wenn man mal ein Zeitanhaltgerät entwickelt, sollte man sich über das vorher Gedanken machen. Kann ich dann trotzdem mit meiner Umgebung interagieren, zumindest? Oder ersticke ich dann und bin einbetoniert in Luft, die ich nicht verändern kann? Ja, und das Problem mit Strom ist wahrscheinlich wirklich noch, wenn das alles funktioniert, wenn ich Materie verändern kann, dann haben wir immer noch das Stromproblem, weil wie soll, wenn die ganze Welt in der Zeit eingefroren ist, meine Konsole noch funktionieren? Das ist schwierig. Das wird wohl nichts, leider. Schade. Muss ich wohl einfach das bisschen Zeit, das ich habe, gut nutzen. Ich warte ja immer noch auf diese Virtual Realities, die direkt ans Hirn angeschlossen werden und wo sich dann eine Stunde anfühlt wie 2 Tage, die uns schon von dem Science-Fiction-Medien seit Jahrzehnten versprochen werden und nie kommen sie. Gemeinheit. Dann würde ich in der Virtual Reality eine virtuelle Konsole, eine virtuelle Couch und einen virtuellen Fernseher aufstellen, damit ich dann meine Konsolenspiele einfach auf dem virtuellen Fernseher im virtuellen Reality-Raum spielen kann. Genau, das wäre cool. Willst du also lieber in die Matrix? Ganz genau, das wär's. Meine eigene Matrix, aber eben, damit ich mehr Zeit habe, darum geht's ja, müsste in der Matrix die Zeit sehr viel langsamer laufen oder mir langsamer vorkommen quasi, als in der echten Welt. Damit ich mal schnell eine Stunde für 2 Tage gefühlt in der Matrix verschwinde und Dragon Age 11 am Stück durchspiele, in einer Stunde Echtzeit. Wenn das irgendwie geht. Aber man könnte auch bestimmt das Hirn so beschleunigen oder so. Was? In der Zukunft geht das bestimmt alles. Wenn Stephen Hawking noch leben würde, würde er das bestimmt bald erfinden. Wahrscheinlich hat er das erfunden. Wahrscheinlich ist er nicht gestorben. Er hat sich nur geuploadet. Wer weiß. Quatsch. Nicht, dass noch einer auf die Idee kommt. Ich meine das ernst. Es ist schon wieder Dienstagabend und bis jetzt wurde wieder keine Nintendo Direct angekündigt. Nintendo macht mich wirklich wahnsinnig.
Wir haben jetzt letzten Monat eine Smash Brothers Direct gemacht und eine Pokémon Direct und jetzt eine Animal Crossing Direct. Ist alles schön und gut. Aber wann kommt denn endlich die große Haupt-Direct für dieses Jahr? Die uns endlich mal zeigt, was dieses Jahr noch so kommt. Nicht nur von Nintendo selbst, sondern auch von den Drittanbietern. Bisher gibt's einfach nichts irgendwie. Animal Crossing im April. Und das war's. Ansonsten irgendwie nur ganz komische kleine Spielchen. Ach so, gut. Metro ist jetzt gekommen. Metro für die Switch, das stimmt. Aber ja, genau. Die neuen Ankündigungen fürs ganze Jahr fehlen immer noch. Und alle warten. Und es gab noch nie so einen langen Zeitraum ohne Nintendo Direct, ohne Informationen zu neuen Inhalten. Die brechen jeden Tag quasi wieder den neuen Rekord, jede Woche wieder den Rekord, wird wieder verlängert, indem es keine Nintendo Direct gab. Und ich als Nintendo-Fan sitze ja auf Kohlen. Woche für Woche. Jetzt hat ein Leaker, hat nämlich im Vorfeld sogar die Animal Crossing Direct auf den Tag genau vorhergesagt, aber der sagte auch, dass im Februar zwei Direct stattfinden, eine Animal Crossing und eine generelle. Dadurch, dass der jetzt das Animal Crossing Datum exakt vorhergesagt hat, schon Wochen vorher, hat der natürlich an Kredibilität gewonnen, was die Aussage angeht. Aber dann müsste spätestens morgen, bis morgen Mittag wahrscheinlich spätestens noch, die Direct jetzt angekündigt werden. Weil sonst ist das Zeitfenster für Nintendo Direct für die Woche schon wieder geschlossen. Und laut einem anderen Leaker, dessen Kanal jetzt gelöscht wurde auf Twitter, soll dann nämlich nächsten Monat schon wieder eine Indie Direct kommen. Bis Freitag ist ja noch Zeit. Ja, die Nintendo Direct sind immer Mittwoch oder Donnerstag. Also bis jetzt, die letzten Jahre, immer zuverlässig Mittwoch oder Donnerstag. Wenn die das nicht ändern, muss quasi spätestens morgen die Ankündigung kommen, weil die immer ein bis zwei Tage vorher kommt. Also normalerweise müsste bis spätestens Mittwochmittag die Ankündigung für die Donnerstag Direct kommen, wenn denn eine kommt. Morgen Nachmittag wissen wir es. Ob da noch was kommt oder nicht. Wahrscheinlich. Mich würde es wirklich interessieren, vor allem würde mich halt echt interessieren, was die für Weihnachten geplant haben. Der große Weihnachtstitel von Nintendo, auf den wäre ich echt noch gespannt. Weil laut Gerüchten, laut relativ zuverlässigen Gerüchten aus verschiedenen Quellen, wird Zelda dieses Jahr nicht mehr fertig, das neue. Das kommt dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr frühestens. Und auch das neue Metroid, das ja quasi nochmal gecancelt und nochmal neu entwickelt wurde. Von dem ist auch noch nichts zu sehen am Horizont. Deswegen wird dieses Jahr Weihnachten ziemlich sicher was Neues kommen. Was Unerwartetes, was anderes. Und das würde mich sehr interessieren. Und da hört man einiges. Da hört man alles Mögliche. Da hört man Sachen von einem vollkommen neuen Retro-Paper Mario, was ich cool fände, das wieder sehr stark in Richtung Rollenspiel geht. Da hört man Sachen, sowas wie ein... Also einige Leaker haben nur so einige Eckpfeiler angekündigt, geleakt. Und wenn man die so zusammennimmt, dann müsste das so eine Art Nintendo-Kart sein. So ein Nintendo-Racer. Nicht nur Mario, sondern verschiedene Lizenzen. Was nicht abwegig ist. Da die ja Zelda und Animal Crossing und Splatoon in... Bin irgendwie falsch gefahren anscheinend. In das letzte Mario Kart mit reingemischt haben. Warum nicht gleich das ganze Konzept eines Fundraisers so auslegen, dass da verschiedene Lizenzen aufeinandertreffen. Wäre cool, aber ja, mein Gott, würde ich jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Und ein 2D-Metroid ist immer wieder im Gespräch. Ein neues 2D-Metroid für die Switch, das irgendwie mit Metroid Fusion in Verbindung stehen soll. Fände ich auch sehr cool. Aber das ist immer das Gefährliche. Bei so Gerüchten, ich habe gelernt, dass Gerüchte, die sich richtig cool anhören, wo jeder sagt, oh yeah, da hätte ich Bock drauf, die sind meistens falsch. Die setzen sich dann quasi nur durch, weil es eben Wunschdenken ist und deswegen verbreitet sich das und wird dann von A nach B weitergetragen und dann ist auf einmal ein Gerücht in Umlauf. Aber das sind immer nur diese Wunschdenken-Gerüchte. Auf die darf man nicht so viel geben. Das hätte man zwar gerne, aber das kriegt man nicht, was man gerne hätte, in der Regel. So ist das eben.
Mein Gott, ist der Streckenverlauf hier so unübersichtlich irgendwie. Dann sind noch überall Spinnen mit super unfairen Hitboxen. Finde ich nicht gut. Also wirklich. Und dann ist natürlich die Frage, ob in der nächsten Nintendo Direct schon der erste neue Smash Bros. Charakter angekündigt wird. Da bin ich ja, wie ihr bestimmt wisst, auch ein großer Fan davon und fieber da immer sehr drauf hin, welche neuen Lizenzen, welche neuen Crossovers da wieder eingeführt werden. Und das würde mich auch interessieren, was da noch so ansteht. Da gibt es ja auch viele heiße Favoriten, aber erfahrungsgemäß sind es nie die heißen Favoriten, die dann tatsächlich ins Spiel kommen. Außer bei Banjo und Kazooie. Das war tatsächlich, glaube ich, so ein Fan-Favorite, den die auch deswegen reingeholt haben. Aber ansonsten... Naja. So, schauen wir mal wieder in den Chat. Wo waren wir stehen geblieben? Es ist etwa 70 Stunden lang. Dragon Quest 11, ja. Ich habe eBay How Long to Beat mal geguckt, weil ich mir gedacht habe, so... schaffen wir nicht ganz in einem 24-Stunden-Stream, aber gut. Hallo, Latres, wie geht's?